Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von uns. Wir waren beim DM nochmal shoppen, beziehungsweise ein paar Kleinigkeiten und sogar Neuheiten besorgen. Und die möchten wir euch gerne heute vorstellen. Ich würde sagen, wir quatschen gar nicht lange rum. Viel Spaß mit dem Video. Ich bin Netty. Und ich bin Nelly. Und zusammen sind wir die Beauty Twins. Auf diesem Kanal dreht sich alles um die Themen Beauty, Fashion und Aesthetics. Also abonniere gerne den Kanal, entweder da oder da, irgendwo unter diesem Video. Ja. Völlig kostenlos, wenn dich diese Themen interessieren. Und da würden wir uns auf jeden Fall mega, mega freuen. Ja. Wir sind ja umgezogen. Den Umzugsvlog verlinken wir euch hier irgendwo im Video. Seitdem setzen wir noch mehr Wert auf Hygiene. Und da haben wir uns hier zum ersten Mal so auch für zwischendurch hier dieses Swiffer-Kit geholt. Das hier sind so feuchte Tücher von Swiffer. Die sehen so aus. Auch hier so diese Handwählteile, die haben wir euch auch schon mal gezeigt. Die finde ich auch mega gut, weil die so viel Schmutz und Staub aufnimmt. Und deswegen habe ich mir von Swiffer auch dieses Bodenset geholt, weil ich so überzeugt war. Und damit kannst du halt einfach super quick den Boden, mittlerweile auch trocken und feucht, schnell reinigen. Es riecht sehr gut. Diese Tücher sind in eine Lotion bzw. in so Seife getränkt. Und dadurch kannst du schnell den Boden auch so leicht feucht putzen. Also ich hätte mir gewünscht, dass die Tücher doch noch mehr Feuchtigkeit abgeben und ich damit fast nass putzen kann. Das ist mir auch aufgefallen. Ich habe nämlich auch mein Zimmer damit geputzt das erste Mal und ich fand die doch noch echt ein bisschen zu trocken. In diesem Set sind 8 trockene Tücher enthalten und 3 wet, also feuchte Tücher zum Putzen. Die trockenen, die habe ich lange schon für den Boden benutzt, aber ich wollte jetzt auch erstmalig feuchte Tücher ausprobieren. Also ich bin auch überzeugt, weil ich hatte mir, wie gesagt, auch das Zimmer damit gereinigt. Ich mag das gerne, damit zu arbeiten. Also normalerweise bin ich so gar nicht so der Putzfan, ne? Also ich putze nicht so gerne, sage ich ganz ehrlich. Aber sie ist damit gekommen und ich denke mir so, okay, der neue Laminatboden soll halt auch pfleglich behandelt werden, wie sie es gerade eben gesagt hat, und es funktioniert. Dann habe ich eben zu ihr gesagt, Meti, der Boden, der fühlt sich so sauber, und sagt ihr so, der ist ja auch sauber. Und dementsprechend, das mit dem Swiffer-Kit hat wirklich sehr gut geklappt. Dann machen wir jetzt weiter mit einem Rasierer. Und zwar, ich habe es wirklich hinter mir. Ich habe mir endlich einen neuen Rasierer besorgt. Also ich bin ja lange Zeit echt gut mit den Whitkins. Ich weiß nicht, wie sie ausgesprochen werden. Whitskin oder sowas. Auf jeden Fall den ich euch sonst gezeigt habe in unseren Hauls. Aber es hat mich jetzt irgendwie der Preis von dem weggeschlagen. Wenn ich ehrlich bin, finde ich den echt extrem teuer. Und er ist nicht so beweglich. Es ist so ein richtig großer Seifenaufsatz. Der mir einfach unheimlich gut gefallen hat. Man ist eigentlich recht gut damit klargekommen, vor allem mit den Beinen. Aber mir ist in der letzten Zeit aufgefallen, das ist auch einer der Gründe, warum ich mich von dem entfernt habe, von dem Rasierer, er hatte so eine weiße Schicht hinterlassen. Ich weiß nicht, die Seife, die hat sich extrem schnell getrocknet und dann hatte ich auf den Beinen so ein bisschen so einen weißen Schleier. Und dementsprechend, das habe ich beobachtet und ich denke, das liegt bestimmt an dem Rasierer. Aber das hat mich halt von dem komplett abgesetzt. Und jetzt bin ich dank meiner Schwester auf einen neuen Rasierer aufmerksam geworden, der halt von dem Klingenansatz sich sehr bewegt und auch mit so einer Seifenschicht bezogen ist, sage ich jetzt einfach mal. Jedenfalls habe ich jetzt diesen Rasierer. Das ist auf jeden Fall das Paket mit den Aufsätzen, 6 Stück. Und das ist, wie gesagt, den Rasierer. Ich habe ihn jetzt nicht hier, weil er im Bad ist, aber dafür habe ich mir die Aufsätze geholt und es kommt preislich echt darauf an. Man muss wirklich ganz ehrlich sagen, Rasieren ist teuer geworden. Und ich finde, der Rasierer ist für seinen Preis und vor allen Dingen dafür, dass er von Balea ist, finde ich den echt super. Ich habe wirklich mit Neti im DM gestanden und habe gesagt, soll ich mir einen holen, weil ich habe nicht mehr so viel Geld für sowas. Ja, ihr kennt das sicherlich, dass man sich so ein bisschen ausprobiert, was Wäsche und so betrifft. Das habe ich neulich im Fernsehen gesehen. Da war eine Werbung, die quasi zum Ausdruck bringen wollte, dass ihr eure Sachen ja mit der 25. Wäsche so langsam wäscht. Ja, die Farbe bleicht halt aus. Ja, genau. Und ist nicht mehr so leuchtend, so kräftig. Und ja, ich habe das persönlich auch. Meine T-Shirts, weißen T-Shirts werden dann schnell so gräulich. Auch so die Farbe von meinen,
ja, relativ günstigen BHs aus dem New Yorker. Hier mit diesen Neonfarben. Genau, das blasst halt super schnell aus nach der vierten Wäsche schon. Und ja, das ist logisch, ist halt etwas günstiger. Aber hier mit diesem Perwoll Renew Repair Color Faser Shampoo soll die Farbe wieder neu aufgefrischt werden. Und das wollte ich jetzt einfach mal ausprobieren. Das soll die Fasern glätten, die Fasern stärken und auch die Farbe wieder auffrischen. Aber ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, je teurer, desto besser und desto langanhaltender sind die Klamotten natürlich auch frisch, riechen schön. Und ja, das ist auf jeden Fall etwas, was mich so ein bisschen erfüllt. Ne? Ja, es macht Spaß, dann wieder seine Wäsche zu waschen. Das hört sich vielleicht mäßighaft an, aber es ist so. Ich glaube fast nichts, was im Fernsehen gezeigt wird. Nee, aber ich versuche es und ja, Mann. Ich bin auch gespannt. Gibt es auch für schwarze und für weiße Wäsche? Werden wir so nach und nach auch ausprobieren. Ja, dann machen wir jetzt weiter mit Abschminktüchern. Und ich bin immer noch nicht so weit. Nettie tut sich ja mittlerweile schon hochmodern abschminken. Ich bin immer noch der Uldi. Und du bleibst auch, glaube ich, der Uldi. Ich bleib einfach darauf hängen, weil es diese Abschminktücher von Nivea gibt. Ist auch vollkommen in Ordnung, Nelly, dass du dich noch so abschminkst. Mittlerweile habe ich auch echt den Eindruck, dass sie da mehr Lotion reintun. Also hier auf jeden Fall, die kann ich euch sehr empfehlen. Das sind die Micellenreinigungstücher von Nivea und ich muss einfach mal ein riesengroßes Lob an Nivea raushauen. Das Packaging ist awesome, wirklich. Die sind so süß. 3-in-1 Funktion zum Abschminken, zum Pflegen und um einfach frisch zu fühlen, erfüllt es absolut seinen Zweck und ich bin sehr zufrieden. Es sind 25 Tücher dabei. Ich weiß, man soll sich nicht abschminken mit Abschminktüchern, weil es ist nicht gut. Hautbarriere am Arsch oder weiß ich nicht was. Du brauchst es mir gar nicht sagen. Du hältst mich eh nicht davon ab, mich mit den Tüchern abzuschminken. Aber es ist super viel Lotion drin und kriegt auch mattes Make-up runter. Für unseren Intimbereich haben wir natürlich auch was mitgenommen. Und zwar ist das sehr, sehr, sehr wichtig für uns. Es gibt Frauen, die waschen sich dort unten nur mit warmem Wasser. Ist auch völlig okay. Wird auch sauber. Aber wir brauchen das und wir möchten das auch gerne weiterhin so eine Lotion nutzen. Und zwar zeige ich euch jetzt hier von Jessa oder Jessa. Das ist eine pH-wertfreundliche Lotion, also eine Waschlotion für den Intimbereich. Sanft und frisch mit Kamillenextrakt und Kamillentoll. Mit Kamillenextrakt und Milchsäure und das ist auch dermatologisch oder was auch immer bestätigt. Also ihr könnt damit ruhig mit gutem Gewissen euch unten eure Mu reinigen. Damit kann man sich auch mega geil rasieren. Auf jeden Fall. Also ich benutze das immer zum Rasieren. Ich rasiere damit meinen Po auch. Ich rasiere damit alles. Also ich wasche und rasiere damit. Also das ist für mich so eine 2-in-1-Kombi. Das funktioniert sehr, sehr gut und ohne Irritation vor allem. Ja. Ich glaube, du siehst gut aus. Oh, vielen Dank, dass ich Abschied aus dem Haus. Wie nett du bist. Dann habe ich noch Haargummis und das war wirklich, wirklich mal wieder mal Zeit. Ne? Also da könnt ihr schon mal einen neuen Haargummi-Zopf sehen. Kann man nicht sehen in der Wühlmatte. Ja. Bei mir hätte man es jetzt besser gesehen, aber boah, es war so notwendig. Ne? Mhm. Es wurde mal Zeit. Wir haben damals immer so bunte Haargummis getragen, aber mit der Zeit haben die uns verlassen. Ne? Keine Elastizität mehr, kein Schwung mehr drin, nichts. Ja. Und da haben wir jetzt von Evelyn einmal so ein bisschen fransiger und einmal hier so klassisch Baumwolle, ganz normale schwarze Evelyn Zöpfchen geholt. Braucht man auch bei meinen dicken Haaren. Braucht man auch. Also wir haben beide dickes Haar. Nadine hat zwar vergleichsweise dickeres Haar, aber beim Friseur sagen sie mir auch, dass ich dicke, volle Haare habe. Dann möchte ich euch gerne noch von Balea die Feuchtigkeitskonzentrate zeigen. Also ich nenne sie Tränchen. Muss ich immer wieder haben. Dazu habe ich mir auch eine Gesichtscreme geholt. Ich habe gehofft, weil sie so aussah wie das Packaging, dass sie auch das gleiche ist. Ist sie, glaube ich, aber nicht. Ist das Hyaluronsäure oder was ist das? Algenextrakt und Olivenöl. Und in der anderen neuen Creme sind auch Algen drin. Deswegen war ich so happy und habe gesagt, okay, endlich habe ich die auch in voller Vision. Aber nein, das bringt trotzdem einfach noch diesen Seifeneffekt. Und dementsprechend die Tränchen kann ich euch wirklich empfehlen. Unter 1 Euro, 2, 4, 6, ja, so 6 Stück sind auf jeden Fall safe drin. Kann ich euch immer empfehlen. Mache ich besonders gerne, wenn ich vom Sonnenstudio nach Hause gekommen bin. Dann gebe ich nämlich meiner, sage ich jetzt mal, gestressten, sonnengestressten Haut ein bisschen Feuchtigkeit und dementsprechend liebe ich. Hornhaut abmachen im Sommer, absolutes Must-Have. Ich möchte auch gar nicht weiter darüber reden, weil es gibt Frauen, die sagen, okay, lasst uns alles seinen natürlichen Ursprung.
Mach das, ist okay. Aber Hornhaut muss nicht an meinen Füßen sichtbar sein. Hat man natürlich, aber muss nicht sichtbar sein. Dementsprechend habe ich mir diese beiden für die Fußpflege mitgenommen. Einmal in einem lila oder lila pink und einmal in einem süßen Türkis. Lieb ich, kann man sowohl feucht, aber auch trocken machen. Aber ich mache das immer, wenn ich eingeweichte Füße habe, dann geht die Hornhaut schneller runter. Und dementsprechend, da braucht man auch nicht so aggressiv dran gehen. Und wenn man es übertreibt, kann man sich da auch schnell blutig schleifen. Ich komme damit gar nicht klar. Ich benutze Pfeile. Ja, man kann das hier auf jeden Fall aufmachen und dann liegen die Slip-Einlagen da schön drin. Die sind wirklich sehr, sehr dünn. Extra lang. Extra lang. Riechen frische. Oh, die riechen echt mega. Mega, ne? Wow, sie. Ja, ich habe schon einen gestibitzt. Das sind Slip-Einlagen mit extra langer Funktion. Auch für eine leichte Blasenschwäche. Mit Wäscheschutzfolie, Schutz vor Gerüchen und es ist halt ein sehr frischer Duft von Jessa. Oh, die. Bei leichter oder abklingender Periode geeignet. Ist bei dir ja mehr der Fall. Wir nehmen beide die Babypille, aber wir haben trotzdem mal ab und an sie mehr als ich, je nachdem wie hoch der Stresspegel ist, Schmierblutungen. Okay, wir reden mal offen drüber. Aber für mich ist das eher so Ausflussschutz. Auch okay. Ne? Auch okay. Hautverträglich sehr gut, atmungsaktiv, schützt vor Gerüchen, können wir absolut sagen. Ist weich und komfortabel. Ist ein Medizinprodukt im Übrigen und ist sehr zu empfehlen. Also die Produkte von Jessa können wir euch wirklich, wo ist das denn jetzt hier, können wir euch gut empfehlen. So, und dann haben wir noch 300 Wattestäbchen in diesem wunderschönen Blumendesign. Mhm. Müssen wir auch immer mitnehmen, wir müssen euch die Funktion eines Wattestäbchens nicht erklären. Und dann würde ich sagen, sind wir durch mit diesem Video. Dementsprechend verabschieden wir uns jetzt aus diesem Video. Danke, dass du mitgemacht hast. Danke dir. Und wir würden sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video gerne euer Däumchen in Erhöhung. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr noch kein Abonnent seid. Kostenlos natürlich. Und Glocke aktivieren. Glöckchen aktivieren, auch ganz wichtig. Ja, ist wichtig. Und wenn ihr noch mehr Bock habt auf unsere Meinung, Empfehlungen, wir drehen eigentlich immer zuerst ein Haul. Und danach gibt es dann ein aufgebraucht Video, genau, wo ihr dann auch nochmal unsere Meinung hört von den ganzen Produkten, die wir erworben haben. Und das ist eigentlich immer ziemlich interessant, weil wir ja, da echt sehr auch offen sind. Und dann wünschen wir euch jetzt einen schönen Tag, bleibt gesund und dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao. Ciao.